habe in der Futterkammer mit ein oder zwei Waben, das heißt, die haben auch ungefähr 3 bis 4, 5 Kilo Honig drin. Also die haben wir selber gebracht, die haben wir noch gegessen. Also, und die nehmen wir dann gleich als Futter praktisch daher zum Eifel. Du hast jetzt hinterm Schild eine Futterwabe. Futterwabe, Honigwabe aber. Also Honigwabe. Ja. Manche habe ich auch zwei drin. Je nachdem, wenn man es bruten ist, wenn es ein bisschen verhonigt oder was, dann da ich eine, setze ich eine nur dahinter. Wichtig ist, dass... Du brauchst nicht mehr dahinter da. Die tragen die ganze Waben voll Honig, aber das ist mir nicht, die dürfen es fressen und ich will das als Reserve. Dann kann ich unbedingt mal ein bisschen abschneiden. Einen Honig mal sowieso drin lassen. Dann leihe ich praktisch so ein Viertel Raum umhat. Und wenn ich da was drin habe, praktisch, je nachdem, was der Honig kommt, wenn der Honig kommt, dann braucht man es eigentlich nicht mehr. Also dann haben wir da 5 Kilo haben ungefähr auch drin. Ich arbeite mit 5 Einser Zellen. Ja, wenn ich mal ein schlechtes Wetter kommt, kann ich nicht zusammenfressen. Ha? Ja. Jetzt weiß ich, da zwar noch schnell Spieldäpfchen drauf, aber das Brutnest ist eigentlich relativ schön. Schön, ja. Und so auch da. Also eigentlich komplett gebütet. Feile auf gemacht, damit so der. Und das ist der König, oder das ist nicht? Die da? Nein, das ist eine normale Arbeiterin. Ach so. Königin ist. Mit Gezeiten da wo. Königin ist da drin nicht geteilt. Okay. Du hast recht jetzt. Du hast jetzt recht. Normalerweise, dass ich nicht in den Morgen habe, weil ich auch viel vergiss, habe ich Stützen. Und ich mache mir Pfeile, weil es drin hat, wenn die Waben kommen wieder genauso rein, weil manche haben wir da, die hat jetzt wegen Überbau, wenn ich jetzt die versetzen darf, dann darf ich die anderen Bienen quetschen. So passt es immer wieder zusammen. Manche belächeln das. Ja. Die Königin ist nicht seine, diese Ligustica-Königin. Ich hatte ein Kind, Schulter Schams, darf bei heißt Bella. Haben Schulkinder gesagt, was heißt. Dann haben wir das nächste Jahr aus. Wahnsinn. Ich tue es auch keinen Drohnenrahmen nicht rein, sondern die Drohnen bauen es selber. Oder bin ich selber noch am Tiefen, ob es nicht besser ist, ob ich doch noch eine da, oder weiß ich noch nicht. Nächstes Jahr will ich wahrscheinlich. Also bei den ganz guten Völkern, wo ich Drohnen haben will, da tue ich praktisch einen Drohnenrahmen rein. Habe ich das Spiel nicht verloren gesetzt, aber ich habe kein Bedenken mehr, dass die schwammt oder was. Die hat schon zwei Luxus gehabt und hat es geschöpft. Blut haben sie auch genug. Blut haben sie genug, ja. Blut. Blut haben sie, also mehr braucht man eigentlich von den Waben her, brauche ich nicht. Also was halt das Schöne ist im Darm, die kannst du raten. Ich habe einen großen Brutraum, aber doch ein kompaktes Brutnest. Ich habe kein zwei, wenn man jetzt auf zwei übergeht, manche auch noch machen auf Zander. Dann habe ich einen Haufen Honig in den zweiten Bruder am Moment. Und den kann ich dann nicht schneiden. Das ist ein Neuwaben, damit jetzt normalerweise das ist das Giftung und Salz. Das ist jetzt für die Neuimker. In der Schamel, ob du Stifte sechst, ob du Eier sechst. Okay. Schaust du mal, ob du Eier sechst. Das ist wichtig. Ich hab's schon gesehen. Also ja, schon alles glänzt oder schon. Schick das doch. Also ist alles voll. Alles glänzt. Alles voll. Und weiß, schaut so weiß aus. Da hat es auch noch Spinnnäpfen drauf, die tun wir auch nicht. Tja. Hast du oben viel Knöpfe dran, sehe ich da? Ja. Da, oben, da. So, ich habe also praktisch, ich habe die versetzt, ich habe da zwei. Und hinten zwar. Da kann ich das sauber im Block, sauber im Block schwimmen. Das war es eigentlich. Also mehr, warum soll ich den alle auseinanderreißen? Ich bringe schon Unruhe rein, stößt praktisch beim